Im Bereich Public fanden auch 2018 zahlreiche Weichenstellungen für die Zukunft statt. Die Land- und Forstwirtschaft steht laufend vor neuen Entwicklungen und Herausforderungen. Gemeinsam mit den Landwirtschaftskammern aller neuen Bundesländer, unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union, rief das Ländliche Fortbildungsinstitut LFI das Projekt Mein Hof, mein Weg ins Leben. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was für die Landwirtschaft durchaus für die Zukunft notwendig ist, um die Betriebe weiterzuentwickeln, um auch marktfähig zu bleiben, auch bis hin zur Vermarktung, ja, unserer großartigen Genusslandprodukte. Am Ende müssen wir auch wieder das internationale Portal, die Verkaufsfläche auch nützen, die besten Qualitäten mit guten Preisen anbieten. Im Grunde, vieles ist möglich. Wir müssen uns damit befassen, wir müssen uns die Zeit nehmen und uns auf die Zukunft so auch intensiv vorbereiten. Alljährlich wird ein von der UNESCO ausgerufener Gedenktag zur Förderung sprachlicher sowie kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit abgehalten. Vor dem Hintergrund, dass rund die Hälfte aller weltweit gesprochenen Sprachen vom Aussterben bedroht ist. Die Muttersprache hat daher für viele Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Weil wir wohnen in einem Kern und ich stehe sehr darauf, dass wir unsere Kernsprache wirklich bevorzugen. Und Muttersprache ist für mich die Heimat, das ist einfach da, wo ich daheim bin. Es kommt im Schermenstein, euer Land, man zeigt dort voll Neumann. Bei einem Festakt im Marktgemeindeamt Neumarkt in der Obersteiermark wurde ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Burg Forchtenstein offiziell bekannt gegeben. Die Anlage, 1957 durch die föderalistische Bewegung EFB zu einer international anerkannten Begegnungsstätte ausgebaut, wurde nun aktuell von der EFB Steiermark an eine Stiftung übergeben. Schauen wir da rein, du darin. Ja, ist hier mit eröffnet. Dieser Tag erfolgt in Gutharing die Eröffnung der Schaunudlerei der Norischen Nudelwerkstatt. Ab sofort werden auch Führungen für Besucherinnen und Besucher geboten. Was war ausschlaggebend für diese innovative Idee? Ja, der Schaugang, das war uns ein sehr großes Anliegen, damit dass wir unseren Kunden, unseren Gästen einfach das nahe bringen wollen, wie viel Arbeit das in so einer Nudel dahinter steckt, wie viel Handarbeit dass das wirklich ist und dass es eine hundertprozentige Handarbeit ist. Bei einer Spatenstichfeier gab es in St. Veit an der Glan das offizielle Okay für den Baubeginn vom neuen AMS-Gebäude Ecke Stiegengasse Gerichtsstraße. Der Neubau auf einem Areal von 1305 Quadratmetern war dringend notwendig geworden. Die Malztenne in der Brauerei Hirt stand dieser Tage ganz im Zeichen des Tourismus. Die Mitglieder der Region Mittelkärnten trafen sich, um über die touristische Entwicklung der Region informiert zu werden. Ja, mein Resümee ist, also, dass es erstens einmal gelungener Abend geworden ist. Die letzten 5 Jahre, die der Andreas Dull und ich gearbeitet haben, haben gezeigt, dass es fruchtbringend gewesen ist. Und ich glaube einfach, dass der Tourismus in Mittelkärnten jetzt gemeinsam mit unserer touristischen Karte, die wir entwickelt haben, mit Wörthersee und Klagenfurt gemeinsam, spürt man förmlich, dass die Region Mittelkärnten aufgelebt hat. Lärm stört nicht nur unsere Ruhe, Lärm ist auch gesundheitsschädlich und gefährlich für Herz und Kreislauf. Um die Wichtigkeit der Ruhe für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu unterstreichen, wurde der Internationale Tag gegen den Lärm ins Leben gerufen. An diesem Tag sollen alle, denen Ruhe genießen und ruhig schlafen können, ein Anliegen ist, laut auf die von vielen unterschätzte Gefahr Lärm hinweisen. Nach Verkehrslärm mit Straßen, Schienen oder Flugverkehr werden Nachbarinnen und Nachbarn am häufigsten als Lärmquelle angeführt. Die Beeinträchtigung durch Lärm ist natürlich auch für mich fühlbar. Sei es durch die Nichteinhaltung der Lärmschutzverordnung, dass man partout in der Mittagspause Rasen mähen muss, partout vielleicht mit einem Zweitakt-Rasenmäher der Uraltgeneration.
Mit der Burg Forchtenstein hat Neumarkt in der Obersteiermark ein mittelalterliches Juwel. Anfang Juli 1957 wurde auf Burg Forchtenstein das erste Europahaus in Österreich gegründet. 18 Jahre später kaufte die Europäische Föderalistische Bewegung, EFB, die Anlage. Aktuell wurde das Europahaus am 9. März 2018 durch die Stiftung iPhone übernommen. Jedes Jahr im Mai ist Freisach für eine Woche Schauplatz der europäischen Toleranzgespräche. In Zeiten zunehmender Verwirrung und politisch geschürter Ängste dank Fake News, digitaler Kriege, erstarkendem Nationalismus und Euroskeptizismus wollen die Organisatoren des Denkraum Freisach für mehr Mut, Hoffnung und Orientierung im politisch-medialen Dschungel sorgen. Über 40 Expertinnen und Vortragende aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur kamen zu Wort. Das diesjährige Motto: Sehnsucht nach Europa. Über die Suche nach dem verlorenen Paradies. Die Eröffnungsrede in der evangelischen Kirche in Freisach hielt der deutsch-türkische Autor Dogan Akanli, ein in der Türkei mehrmals verhafteter und eingesperrter Menschenrechtsaktivist. So scheint mir, dass wir mit den aktuellen Problemen Rassismus und Nationalismus in Europa, globale Armut, Reichtum und Geflüchtete in der Welt nur umzugehen, wenn wir uns mit der kolonialen und überdimensionalen Gewaltgeschichte von Europa auseinandersetzen. Warum wir die Zukunft neu denken müssen, war das Thema des Impulsreferates der Hamburger Trendforscherin Birgit Gebhardt zur Eröffnung des Internationalen Tourismusforums in Villach, das erstmals im Rahmen der europäischen Toleranzgespräche im Hotel Holiday Inn stattfand. Namhafte Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten über die Grenzen des touristischen Wachstums. Also das Interessante finde ich an der touristischen Entwicklung ist im Grunde, dass wir zum einen das Phänomen eines Massentourismus haben, weil immer mehr Menschen die Möglichkeit haben zu reisen, aus immer mehr Ländern dieser Welt auch sich begeistern für durchaus Berge, Seen und idyllische Landschaften. Da brauchen sie nur in irgendeine Karaoke-Bar zu gehen in Asien und dann sehen sie Bilder, die sie an hier erinnern. Also ich denke schon, da wird noch mehr kommen, als wir im Moment sehen, gerade auch aus dem ganzen Bereich wohlhabende Mittelschicht. Da sprechen wir sofort über Millionen, wenn wir an asiatische Touristen denken. Also heißt, Massentourismus wird weiter massiv und massenhaft kommen. Aber diese Idee, die wir mitgenommen haben aus dieser Industriekultur, Masse muss bedient werden und gleich bedient werden und nach Standards bedient werden, das funktioniert eben in der Zukunft anders. Am 29. April eines jeden Jahres findet der von den Vereinten Nationen, der UNO, ausgerufene Gedenktag für die Opfer chemischer Waffen statt. Chemische Waffen oder Chemiewaffen sind giftige Substanzen in Verbindung mit Waffentechnik, die zum Ziel haben, Menschen handlungsunfähig zu machen bzw. zu töten. Dieser Gedenktag ist der Jahrestag des Inkrafttretens des Chemiewaffenübereinkommens von 1997, einem weltweiten Übereinkommen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, das die Herstellung, Lagerung und Verwendung chemischer Waffen verbietet sowie deren Vernichtung regelt. Der Kärntner Yachtclub lud zu einem Pressegespräch. Der Grund? Wir feiern einmal erstens einmal das Bestehen des Clubs, 90 Jahre Kärntner Yachtclub, aber wir feiern auch unsere Segler. Also wir haben ja doch viele, viele Erfolge über diese 90 Jahre. Olympiateilnehmer, Weltmeister, Weltcupsieger, österreichische Staatsmeister haben wir, glaube ich, in der Zeit 45, also die irgendwelche österreichischen Meisterschaften im Segeln gewonnen haben in den verschiedensten Klassen. Und wir feiern einfach den schönen Tag dieses 90-jährigen Bestehens. Dieser Tage kam es zu einem hochkarätigen Gedankenaustausch zwischen den österreichischen Lions und dem Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien, der die Lions in seine Amtsräumlichkeiten am Ballhausplatz geladen hatte. Über 150 Amtsträger der Distrikte und des Multidistriktes aus ganz Österreich sowie eine starke Abordnung der Jung Lions, genannt Leos, mit Multidistriktspräsidenten Thomas Schöfbenker kamen in das Bundeskanzleramt. 1958 wurden die drei Landgemeinden Pulst, Hardegg und Lienberg zu einer Gemeinde mit dem Namen Liebenfels zusammengeschlossen. 60 Jahre Marktgemeinde Liebenfels und die damit verbundene Entwicklung der Gemeinde zu einer Vorzeigegemeinde in Kärnten waren Anlass zu einer großen gemeinsamen Feier.
Ich bin 57 Jahre alt und fast gleich alt wie die Gemeinde Liebenfels. Und wie ich ein Kind war, haben wir in Liebenfels keinen Kindergarten gehabt. Wir müssen zu einer Volksschule in Liebenfels 2,5 Kilometer zu Fuß gehen. Ich habe dann eine Lehre gemacht. Es hat dann kaum einen Omnibus gegeben. Wir sind zum Zug nach Lehmach und wieder nach Hause gegangen. Und heute hat sich Liebenfels entwickelt, dank unserer Gründungsväter. Der Vorgängerbürgermeister hat das ausgezeichnet gemacht. Und Liebenfels hat heute wirtschaftlich und kulturell und vor allem in der Kinderbetreuung kein Problem. Wir sind eine Gemeinde, wo die Menschen leben. Also sie finden es lebens- und liebenswert in Liebenfels. Und ich möchte mich da bei allen bedanken und besonders bei der Bevölkerung in Liebenfels, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich Liebenfels so entwickelt hat. Die Treibacher Industrie AG ist einer der Leitbetriebe der chemischen Industrie und seit mehr als 100 Jahren weltweit im Kerngeschäft Chemie und Metallurgie tätig. Hier werden junge Menschen zu Top-Fachkräften ausgebildet, die mittlerweile auch Führungspositionen besetzen. Viele der Lehrlinge nutzen die Möglichkeit, ihre Lehre mit Matura zu verbinden. Dafür wurde der Treibacher Industrie AG das Staatswappen für staatlich ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe verliehen. Herzlichen Dank. Die Landwirtschaftskammer Kärnten informierte dieser Tage im Rahmen einer Pressekonferenz, die in Althofen im Restaurant Bachler abgehalten wurde, über das Ernteergebnis 2018. Die Klimafrage ist die Zukunftsfrage in der Landwirtschaft geworden. Ja, wir sind heuer 2018, ich würde sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. Gerade wenn wir uns umschauen, auch in Österreich, Oberösterreich in besonderer Form, oder auch der Blick nach Deutschland, da haben wir in Kärnten durchaus noch brauchbare Verhältnisse gehabt. Aber natürlich, wir haben auch hier Witterungssituationen gehabt, wo Einzelbetriebe massiv auch betroffen worden sind.